Hallo Messefreunde, hier ist Jake. Willkommen zu einer Neuvorstellung. Bowie-Messer aus Solingen, alle neu in meiner Sammlung. Viel Spaß dabei! Beginnen werde ich mit hier diesem Klopper aus Kohlenstoffstahl. Es ist das Ern Solingen Germany, also Karl Friedrich Ern. Original Bowie Knife mit 10 Inch Klinge. 25 cm, das wiegt 580 Gramm, Full Tang, kleinerer S-Guard, kleine Messingpins, Holzgriffschalen, typische Solinger Klinge. Säbelschliff, sekundäre Schneidphase, so ähnliche Messer habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Dann haben wir das gleiche in Deluxe Form mit verchromter Klinge. Mit Hirschhorn, Griffschalen, mit einem geraden, etwas dickeren Guard, Aufschrift Bowie und der Ätzung jagende Indianer und fliehende Büffel. Das wiegt 600 Gramm, hat eine Gesamtlänge von 39 cm, eine Klingenlänge von 25 und eine Klingenstärke von 5 mm. Das dritte Messer, was ich euch heute zeige, ist ein Hubertus Remington Bowie, ebenfalls mit 25 cm Klinge,
schön schlank mit der prägenden Blutrinne. Der schönen Hirschhornrolle, dem nur ganz kleinen Parierplättchen aus Messing, mit dem Aluknauf, hier mit der verdeckten Verschraubung. Dann hat man hier noch Lederstreifen und Kunststoffstreifen als Übergang. Das wiegt nicht ganz so viel, 480 Gramm. Es ist insgesamt 40 cm lang und hat eine 5,6 mm starke Klinge im Rückenbereich. Dann als viertes ist da das Otello Anton Wingen Junior, Solingen, Germany, Bowie mit dem floralen Muster eingeätzt auf der linken Klingenseite. Die rechte ist dann frei geblieben, jungfräulich mehr oder weniger. Dann diesem Guard, der etwas in den Griff hinein weitergeht. Tapered Tang, die wird leicht dünner zum Ende hin. Holzgriffschalen, zwei Pin und hinten noch, genau wie der Guard, aus Neusilber zwei Backen aufgesetzt. Dieses Messer ist 400 Gramm schwer, hat eine 20 cm Klinge, insgesamt 32,5 cm lang und eine ziemlich starke 6,2 mm Rückenstärke. Ja, und dann haben wir noch ein riesen Bowie 24 Karat Gold, limitiert auf 500 Stück plus, ja, zumindest dieses hier, es gehört nämlich nicht zu den 500. Die haben alle eine Seriennummer, dieses hier nicht. Könnte ein Vorserienmodell sein. Oder irgendeins, was einfach übrig geblieben ist. Es ist das John Singleton Mosby Grey Ghost, Admiral der Südstaatenarmee. Und das wurde herausgebracht von der US Historical Society im Jahr 1988. Damals, wie gesagt, in einer 500er Auflage. Dazu gab es dann in den USA so einen Holzkasten. Der Griff besteht aus massivem Messing, auch 24 Karat vergoldet. Und hinten sieht man noch das Ende vom R. Das Besondere an der Klinge ist, dass dieses schwere Bowie einen Flachschliff hat. Vom Rücken her 8 mm stark geht es zur Schneide hin bis auf 0.
Ja, die gesamten Daten 1100 Gramm schwer, 44 cm lang, 31 cm lange Klinge und wie gesagt, ich habe es schon gesagt, 8 mm Rückenstärke, richtig schweres Teil, aber nicht wirklich kopflastig, weil der Griff so schwer ist. Ja, zwei Messer, dazu habe ich keine Scheide, das Mosby und dieses Deluxe Bowie. Bei den anderen dreien ist immerhin noch eine Lederscheide dabei, die ganz einfache beim R'n. Dann die Hubertus Scheide. Und das hier ist die Scheide vom Anton Wingen. Die hochwertigste und beste. Jo Leute, schon wieder mal 5 Messer erwischt und wenn euch eins gefällt, meldet euch. Auch die werden nicht in meiner Sammlung ewig verbleiben. Bis demnächst. Ciao.